Vereinigten Staaten bereits erfolgt ist. Herr Stadler. Ich kann beim soeben Gesagten meines Kollegen Tannock anschließen. Der Bericht der Kollegin McCarthy fußt auf dem hochrangigen Expertenbericht vom Oktober 2012, in dem zwar in Richtung Trennbankensystem argumentiert wird, aber der Bericht kann sich nicht dazu durchringen, ein echtes Trennbankensystem zu verlangen. Es ist eben kein Trennbankensystem, wenn ich gemeinsame Vermarktungsstrukturen habe von Sektoren, die nicht zusammengehören, oder wenn ich die Handelsinstitute, also Geschäftsbanken und Spekulationsbanken unter dem Dach einer gemeinsamen Holding habe, dann habe ich kein echtes Trennbankensystem. Das ist aber die Grundvoraussetzung. Und außerdem ist der Bericht bezieht auch die Spekulanten leider nicht im ausreichenden Maße mit in die Haftung ein, weil nach wie vor kein Auffangen von Spekulationsgeschäften durch die Staaten unterbunden wird. Dennoch habe ich dazu gestimmt, diesem Bericht der Kollegin McCarthy, weil er grundsätzlich in die richtige Richtung geht, aber ich schließe mich der Wortmeldung meines Kollegen Tannock an. Es müsste noch viel, viel schärfer hier vorgegangen werden. Ja, Herr Kollege, wir kommen zum letzten Punkt, wo sich Redner gemeldet haben, zum Bericht zur Betrugsbekämpfung. Herr Luhan. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist nutzlos, Maßnahmen